Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The OP Republic Imperial Agent bzw. Scharfer Schütze. Wir waren jetzt den nächsten Teil der Flashpoint im Einzelspielermodus Serie. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch mehr Flashpoints gibt, die man alleine zocken kann. Auf jeden Fall ist es diesmal Vermächtnis der Rakata. Aber ich weiß nicht, wie kommt man an diese geborgenen Relikte ran? Meine Fresse. Also falls ihr es wisst, immer gerne in die Kommentare damit. Und ich würde sagen, diese Folge fangen wir sogar mal anders an. Diese Folge fangen wir mal direkt mit den Kisten an, weil mir die Quells nicht ausgehen. 8K habe ich noch dabei, deswegen einfach mal ein paar Kisten auf und krieg natürlich wieder republikanische und imperiale Erinnerungsstücke raus. Brauche ich überhaupt nicht. Schon wieder imperial, das kann doch nicht wahr sein. Militärausrüstung und Waffe, das finde ich schon besser. Das finde ich super. Luxus, das will auch, glaube ich, auch keiner. Waffe und Waffe. Finde ich gut. Imperiale Erinnerungsstücke braucht auch keiner. Trophäe, ja gut, die brauche ich. Republikanische will auch keiner. Kulturartefakt will auch keiner. Militärausrüstung und Technologie, das finde ich gut. Rüstung verkaufe ich gleich, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Nein, nein, das will ich nicht verkaufen. Das verkaufe ich natürlich nicht. Bin ich doof. Dumm bin ich ja nicht. So, alle Gefährten derzeit unterwegs. Jein. Tweak ist wieder fertig. Und jetzt geht es erstmal wirklich in den Flashpoint jetzt rein. Zeit knapp, Gefahr extrem. Sie bereit für den Transport nach Rakata Prime? Ich finde es schade, dass es das nicht wirklich als Planet gibt. Dieses Rakata Prime. Das wäre echt geil. Bin ich. Dann rein da. In den Laden. So, erstmal ab zu Jakaro. Hatten wir letzte Folge schon gesehen. Oh, bisher Instagram war aktiv. Wie geil ist das denn? Jakaro, D4. Da endlich. Ich dachte schon, ihr hättet euch verirrt. Jakaro, zeigen Sie doch wenigstens ein Mindestmaß an Respekt. Hey, wir können den Angriff auf den Tempel der Alten starten, sobald ihr bereit seid. Das ja. Ist die Operationsbasis der Verräter? Ja, die Rakata haben vor tausenden von Jahren die Sternenschmiede im Innern dieses Tempels erbaut. Nun produziert er für Arkes und Darok Fußsoldaten. Teron und ich werden euren Fortschritt von Jakaros Schiff aus verfolgen. Wir unterstützen euch so gut wir können und halten euch auf dem Laufenden. Ja. Ich gehe voran, um den Feind zu stören und sein Feuer auf mich zu ziehen. Wie bitte? Jakaro, dem habe ich nicht zugestimmt. Moment. Darum ging es also in dem Gespräch mit Agent Shan, bei dem sie mich ausgeschaltet haben. Halt die Klappe, Druide. Aber ich schalte dich für ein... Oder ich schalte dich ein für alle Mal aus. Der Weg zum Tempel ist hart. In dem Gebiet wimmelt es von Rakata-Stammeskriegern, die nur zu gerne gegen euch kämpfen. Das habe ich auf die harte Tour herausfinden müssen. Oh ja. Wunderbar. Wir werden alle sterben. Einfach wunderbar. Bleibt konzentriert und alles wird gut, da bin ich mir sicher. Wir hören bald voneinander. Teron, weißt du was? Du Verräter! Du Verräter! Okay, das ist. Teron ist ja bekanntlich, Hashtag Spoiler, ein Verräter. Zu dem Zeitpunkt hier zwar noch nicht, aber später ja, wissen wir ja noch nach. Wer Umbara alles geschaut hat, der weiß ja, was ich jetzt meine. Kann man hier eigentlich auch abkürzen? Beziehungsweise die Gegner umgehen? Ja, bestimmt, ne? Deswegen kommt man auch hier rum. Da ist Arthur, du bist mein bester Freund, aber du sollst jetzt mal bitte aufhören, um zu spacken. Na, was meinst du? Hallo, Tastatur, willst du mal bitte wieder funktionieren jetzt? Hallo, Tastatur, du bist mir keine Hilfe, wenn du nicht funktionierst. Jetzt geht's wieder. Okay, anscheinend kommt man hier nicht vorbei, oder? Nee, kommt man nicht. Scheiße. Ah, fuck. Okay, also... Notiz an euch, ihr kommt hier nicht so vorbei. Moment, da komme ich doch bestimmt hoch, ne? Jetzt kommt natürlich wieder die ganzen Kommentare. Alter, zieh den Flashpoint noch nicht so in die Länge. Ich weiß es jetzt schon, dass es wieder kommen wird. Es kommt immer. Bevor ich in die Länge ziehe. Unnötigerweise. Alter, jetzt kann ich da nicht rüberkomme. Oder ist hier eine Wand? Nee. Hier ist nothing Wand. Oh, Alter, leck mich doch. Kann ich das nicht mal da einsetzen? Nee, scheiße. Da kommt man doch locker hoch, das sehe ich doch so schon. Dass ich da locker hochkommen müsste.
Ich gehe einfach da hoch, ne? Wäre auch eine Idee. Ah, jetzt wusste ich, dass man das hoch schafft. Ja, und so kann man ein paar Gegner umgehen. Wie geil. Schade, wenn ich keinen Gleiter nutzen kann. Okay. So sieht der Flashpoint also von unten aus. Beziehungsweise von oben. Oh, Tastatur, bitte! Oh, du bist so ein scheiß Feind, Alter. Du bist halt hier in dem Spiel dein schlimmster Feind, wenn diese Tastatur immer nicht funktioniert. Okay, ist auch eine unsichtbare Wende, geil. Okay, so gesehen hat es jetzt gerade gar nichts gebracht. Was war das jetzt bitte? Warte, ich habe doch auf B gedrückt. B ist doch wohl komplett woanders. Ich tue alles für das Imperium. Ob ich nicht, dass man hier kein Blätter nutzen kann. Und diese scheiß Tastatur, die ist so kacke nervig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist, wenn die Tastatur dauernd aussetzt. Das ist so furchtbar ekelhaft. Hier kommt man doch bestimmt drüber. Hier kommt man noch, hier kann man bestimmt überall irgendwo abkürzen, wette ich. Ja gut, hier auch nicht. Oder auch nicht. Wilde Küste. Eine wahre Küste. Ja. Der wird zwar jetzt gerade sau schlecht. Kommt man da vorbei? Natürlich nicht. Mann, ey. Ja, man kommt, man kann die bestimmt irgendwie abkürzen, das wette ich. Gibt ja bestimmt die ein oder anderen Bugs, mit denen man die abkürzen kann. Star Wars ist ja bekannt, ich verbuggt. Das ist ja das Spiel der meisten Bugs. Ich hatte die Auszeichnung für die meisten Bugs erhalten. Von mir. Persönlich. Würde ich wahrscheinlich sogar wirklich machen. Das ist bisher das einzige Spiel, was so viele Bugs hat. Ja. Das Problem ist aber, dass sie die guten Bugs rausfixen und die schlechten, die bleiben für 100 Jahre drin. Beispielsweise auch das mit der Freundesliste. Ihr seht, hier oben steht eine 3 und hier steht gar nichts. Obwohl der theoretisch bis jetzt hier oben auch eine 3 stehen, weil ja die Freunde online sind. Aber das funktioniert nicht, es ist verbuggt. Weil immer nur die Freunde zählt, die jetzt gerade, die online gekommen sind, während ich auf dem Planeten unterwegs war. Also, während ich jetzt hier in diesem Flashpoint war. Das finde ich voll dumm. Das macht keinen Sinn. Kann ich die hier umgehen? Ja, durch die Pflanze kann man glücklicherweise durchgehen. Mit dem Felsen kommt man bestimmt auch hoch. Wenn man sich nicht so doof anstellen würde. Boah, ja, dieses Springen manchmal, wenn man mich so doof abprallt, dann springt er immer nicht ordentlich. Ja, sag ich ja. Hier auch umgehen, umgehen, umgehen. Die kann man leider nicht umgehen anscheinend. Weil nämlich auch noch Gegner sind, die haben sie bestimmt extra hier hingebaut, dass man die ja besiegt. Was mir das Feld so klein, ey. Ich habe doch die falsche Attacke gedrückt. Alter. Ich weiß, jetzt kommen schon die ganzen Kommentare mit, Alter, dann zieh das doch nicht so in die Länge. Dann musst du auch nicht in zwei Teile splitten. Ich muss bestimmt wieder in zwei Teile splitten wegen dem Scheiß. Scheiß Gegner. Wären auch die Gegner gerade nicht da. Die nervt sind auch immer so eine Sache. Die ziehen Flashpoints so stark in die Länge. Ich muss sagen, ich weiß echt nicht, wo man diese geborgenen Relikte auch herbekommt. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, es gibt auch noch zwei Flashpoints in Einzelspielen, wo es die man noch spielen kann. Die ich glaube ich auch noch nicht gezeigt hatte. Und zwar Entermannschaft und Fabrik. Ich kann noch mein Spiel, wo das spielt, warum auch immer. Eigentlich macht es eigentlich gar keinen wirklichen Sinn. Blutjagd und Dings. Schlacht um Rishi habe ich ja schon mal gezeigt in diesem Let's Play. Ich glaube, die brauche ich nicht nochmal spielen. Wenn ihr euch natürlich wollt, dass ich nochmal spiele, gerne. Einfach in die Kommentare schreiben, dann werde ich das Ganze natürlich auch nachholen. So, und den kommt man dann bestimmt auch vorbei, ne? Damit man sich nicht so scheiße beim Springen immer anstellen würde. Ah, da ist auch noch einer. Passt auf, dass ihr euch den hier nicht zieht. Und wenn ihr den zieht, dann zieht ihr wahrscheinlich auch die anderen. So wie ich dieses Spiel hier kenne. Ich hab's ja mit, ich kenne das Spiel mittlerweile ein- und auswendig. Bin schon dran. Dass sie immer alles so platzieren, dass man auf jeden Fall kämpfen muss. So, was muss ich hier machen? Ich glaube, das ist jetzt bloß hier erst der erste Boss da hinten. Also der Flashpoint, der dauert ziemlich lange, meiner Meinung nach. Man kann ja aber auch ziemlich viel abkürzen. Zum Beispiel jetzt hier, indem man einfach hier rüber fliegt oder fährt, dann kann man die Gegner da unten überspringen und einfach hier weitergehen. Dann kann man ebenfalls diesen Gegner da auch noch überspringen. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegner man hier insgesamt überspringen kann. Also einfach hier oben bleiben. Ihre Arena frisches Blut braucht. Wenn ihr an ihnen vorbei wollt, müsst ihr ihnen wohl eine Show bieten. Hier muss man relativ weit an dem Rand hier bleiben, weil sonst sieht man nämlich da unten noch ein bisschen versteckte Gegner. Hier sind nämlich versteckte Gegner, die ich jetzt sogar noch gezogen habe. Okay, die sieht man automatisch. Okay, ich dachte, man kann die umgehen, wenn man im Rand bleibt. Früher ging das, glaube ich, meinte ich, mittlerweile geht das leider nicht mehr. Ich muss sagen, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich die mal umgegangen bin, indem ich jetzt hier genauso wie ich jetzt gerade gezeigt habe, am Rand gefahren bin. Und es kann sein, dass sie es geändert haben. Sowas fix, sowas ändern sie in dem Spiel.
Schade ist ja auch, dass selbst das deutsche Forum hat ja keinen Support mehr, das wissen, aber das ist ja schon wirklich seit Jahren so. Also ich meine, im deutschen Forum kann man theoretisch beleidigen und schreiben, wie man will. Das interessiert keine Sau. Ach, hier müssen wir hin. Ach stimmt, jetzt hier. Zeigt das auch an. Hier ist der Boss. Dieser hässliche Rancor. Oh Gott, wie ging der nochmal? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der ging. Ich glaube, man muss hier. Ach guck, da oben ist auch noch eine. Kriegshäuptling der Akata. Wichtig ist hier, sobald ihr jetzt hier anfangt zu kämpfen, fallen hier diese Teile runter, man kommt hier nicht mehr durch. Man kann sich ja auch nicht mehr durchbacken oder so. Okay, da kommt man nicht vorbei. Ja, Alter, hör auf jetzt. Es sei denn, der Gegner schubst einen so ekelhaft, dass man genau über die Wand drüber fliegt. Ist mir, glaube ich, sogar im Multiplayer schon mal passiert. Oh, fuck, 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 fuck. Na gut, ich hätte jetzt einfach mal meine Attacke drücken können. Mir ist es im Multiplayer wirklich schon mal passiert, dass ich genau hier zwischen deine Mauer geflogen bin und dann gestorben bin. Und deswegen, und ich konnte mich dann natürlich nicht wiederbeleben. Wäre mir jetzt sogar fast passiert. Also wenn ihr euch hier richtig, also passt, dass ihr euch hier nicht zu dicht an die Mauern stellt, denn dieser Gegner, der schubst einen gerne mal über die Mauern rüber. Wie gesagt, ist mir alles schon mal passiert. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sogar nochmal schaffe. Ich meine, jetzt sind wir im Einzelspielmodus, wenn ich da rausgehe, dann bin ich tot. Ja, okay, jetzt geht er auf den scheiß Druiden. Bis er den Druiden anvisiert, das ist natürlich auch das riesige Problem jetzt hierbei. Ich muss sagen, ich habe sogar damals mal versucht, diesen einen Sternfestungserfolg versteckt zu bekommen. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand, zum Glück. Hier haben sie unsichtbare Wände ergänzt, denn früher konnte man sich hier, glaube ich, auch rüberbacken. Damit. Den Weg. Okay, der ist schon weg. Jetzt noch das Viech hier besiegen. Also, mein Multiplayer sind die, glaube ich, ein bisschen ekelhafter. Okay, den kann der kleine Druid auch gar nicht ziehen. Das heißt, der geht einfach auf den, wo er lustig ist. Scheiße, warum kann ich hier eigentlich gar nicht scannen? Oder bioanalysieren? Ich müsste das so können, der ist doch ein Tier. Rancor. Ob jetzt ein Rancor auch als Tier zählt? Hiernach werde ich übrigens auch mal versuchen, hier bei Mana Flashpoint diese Fässer mal zu farmen. Hier geht es noch Talos, naja. Das Problem ist, manchmal wechselt der hier einfach zum obersten Gefährt. Das finde ich voll nervig. Oh, Droide, heil mich doch! Was war denn das jetzt? Ich hab das Feuer, Alter. Hör auf mit deinem Feuer, Alter. Hör auf. Oh, Tastatur, du bist mir keine Hilfe, Alter. Oh, diese Tastatur, die wird jeden Tag schlimm. Von dem, weil die immer den scheiß Kämpfen aussetzen muss. Oh, ich hasse das, ey. Warum kann ich den Rank auch nicht bioanalysieren? Der hat doch gar keinen Loot. Weil man kann der Gegner nicht bioanalysieren, die noch Loot drauf haben. Ich hätte gesagt, dass er eure sonst könnte man ja anderen Spielern ihr Loot wegnehmen. Aber es ist wohl einfach euer Land. Können wir dafür sorgen, dass sie den nicht mehr kriegen. Man selbst würde ihn zwar auch nicht kriegen, aber... Ja gut, gibt da wirklich Leute, die... einfach nur anderen Leuten... die einfach nur das Tier haben, anderen Leuten irgendwie was wegzunehmen. Ich muss da sagen, sowas unterstütze ich gar nicht. Ich muss sagen, wenn irgendjemand... zum Beispiel auch ich nehme niemals... wenn irgendjemand gerade kämpft und der hat jetzt eine Kiste oder so hinter sich, nämlich würde ich ihm niemals die Kiste wegnehmen, weil sowas ist einfach nur affig. Das macht keinen Sinn, dadurch macht man keinen guten Eindruck. Sowas mache ich auch nicht, erst recht nicht, wenn ich aufnehme. Also ich gehe nicht einfach, wenn gerade jemand kämpft, sage ich, guck mal, da kämpft gerade jemand, glaube ich, ihm schnell mal die Kiste, die er sich gerade freigekämpft hat, weg. Sowas macht keinen Sinn, sowas ist assi, sowas ist dumm. Sowas passt überhaupt nicht zur heutigen Menschheit. Mein Weg, da können wir gleich in den dritten Weltkrieg gehen. Ich komme dann bestimmt vorbei, ne? Ja gut, wenn man sich schafft, da rauszufangen. Ne, schafft man leider nicht. Also ich habe es geschafft, mich rauszufangen, aber ich habe es nicht geschafft, an den Gegnern vorbeizukommen. Mit ein bisschen Skill bleibt mit Tarnung, kommt man hier auch überall, kann man sich auch sehr gut durchtarnen. Die haben nämlich alle keine Tarnerkennung. Und jetzt hier viele davon nicht. Oh, diese Viecher, ey, die finde ich so ekelhaft. Die sehen so scheiße aus und... ja. Waren die nicht sogar auf Belsavis oder so, oder sahen die da anders aus? Ich sehe jetzt schon, dass die Folge wieder eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde wird, ey. Ich, kann sein, dass ich die wieder in zwei Teile splitte. Ich kann nicht immer sagen, dass ich zwei Teile splitte, weil ich halt immer so Wände mache. Das kann sein, dass die Folge so ganz plötzlich aufhört und ganz plötzlich anfängt, die nächste. Also das war bei Direktive 7 leider so. Die musste ich leider splitten, weil ich die sonst nicht hochgeladen bekommen habe. Das ist nämlich leider immer so ein bisschen das Problem bei diesem Rechner hier. Ich weiß nicht, dass es beim alten Rechner nicht... nur bei dem Rechner gibt es dieses Problem hier. Wollt ihr inzwischen durch? Ah ne, ich dachte schon. Das sah nur so gleich aus. Weil nämlich am Ende gibt es nämlich auch nochmal so eine Passage, die sieht genau gleich aus. Das wird fast gleich. Fast Pause,
Ich hab fast Pause gesagt, statt fast gleich. Oh, das nervt, dass wenn ihr nirgendwo einen Gleiter benutzen kann, dass die Kamera dann unten rumspackt. Das meine ich auch nicht. Wenn man diese Attacke hier drückt, habe ich mich rausgefunden, dann spackt die Kamera herum. Das nervt voll. Wenn man dann die linke Maustaste während dieser Zeit drückt, um die Kamera zu ändern, dann spackt das total rum. Das war ekelhaft. Komm, du mal ab, du scheiß Jedi. Wiedergeborene Rehbahn. Das muss ich mal gucken, ob diese Rehbahn für die Rehbahn-Statue derzeit kostet. Bestimmt ist sie wieder trug geworden, der Preis, ey. Ich hätte die mal wirklich mal gesehen, dass die mal für 20 Millionen drin war, aber ich... Ja gut, ich kann sie halt nicht kaufen. Ich krieg leider nicht die 20 Millionen aus... abgehoben. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wo ich hin soll? Alter, wie komme ich denn da jetzt hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hoch? Sag's mir, wie komme ich da hoch? Hier oder wo? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie funktioniert das bloß? Alter, wie komme ich denn jetzt hoch? Ich finde die Treppe hier nicht. Wie komme ich da hoch? Ganz genau anschauen. Geduld haben. Junger Padawan. Das wäre klar. Einmal umgeschaut und schon ist die Treppe auf den ersten Blick ersichtlich. Ja gut, das war jetzt mal wieder so typisch ich-like. Kann auch wieder nur bei mir passieren. Ich glaube, jeder hätte die Treppe hier sofort auf den ersten Blick gefunden. So, ich nicht. Aber das ist ja typisch. Wissen wir alle. Offline. Die Online-Offline-Meldung, die funktioniert übrigens auch nicht richtig. Was muss ich jetzt mal machen? Ne, die vier Kisten. Ach stimmt, das hier kam ja jetzt noch. Wo das eigentlich auch relativ schnell geht, wenn man halt die Gegner hier relativ schnell tot kriegt. Jetzt reicht hier mit diesem Flächenschaden. Ich find's vor allen Dingen doof, dass ich das, weil ich jetzt damals mal beim Attentäter mal aufgenommen habe. Das ist aber schon ewig her. Das war noch bevor es diesen Charakter gab. Lange bevor es den Charakter gab. Also ungefähr so kurz nachdem es die Einzelspieler-Flashpoints für alle Flashpoints eingeführt wurden. Das ist echt schon ewig her. Ich weiß gar nicht, ob das sogar noch vor meiner Pause war. Ich glaube, das war, glaube ich, nach meiner S-Vitor-Pause. Ich hatte damals mal so eine, ungefähr so ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr eine S-Vitor-Pause eingelegt. Da hatte ich dann ja Minecraft auf dem Kanal aufgenommen, wer es noch weiß. Das ist ja wirklich schon ewig alles her. Da hatte ich ja, ihr wisst ja noch, Minecraft wöchentlicher Fortschritt, wer es noch kennt. Ah, fuck, da unten ist auch noch eine Kiste. Moment mal, kommt man da auch nicht? Kommt man da nicht auch noch hoch? Nee, jetzt ist zu hoch. Da unten ist auch noch eine Kiste. Kisten sind zwar toll, aber ich muss sie ja zerstören. Ich würde sie gerne öffnen. Warte. Ey, diese Schwerte. Oh. Ja, geil. Ein schwebendes Schwert. Wir sind wieder bei Magic Wars. Schwerter können hier schweben. Die schwebenden Schwerter. Lieutenant Talus Drellick, Imperialer Bergungsdienst. Zivit. Ja, Talus, du kannst mal wieder schön farmen. Obwohl ich immer noch Talos besser finde. Ich sag irgendwie mehr Talos zu dem. War ja, glaube ich, der vorletzte Gefährte des Inquisitors, glaube ich. Ja, ein bisschen vorletzte sein. Ich glaube, der letzte war Xalek oder so. Ja, ich glaube, Xalek war der letzte. Früher hatten ja die Gefährten noch alle verschiedene Rollen, zum Beispiel jetzt hier Talus Drellick, der war zum Beispiel ein Heiler. Dann gab es ja glaube ich noch Kalio, war glaube ich Schaden oder so. Dann wer war denn überhaupt auch beim Agenten überhaupt der Heiler? Also es gab immer glaube ich fünf Gefährten mit verschiedenen Klassen. Ich glaube die meisten waren Schaden oder Tank oder so. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Hier hoch, ne? Alter, springen. Springen in Star Wars. Soll ich jetzt hier Flashpoint Run machen oder was? Ist ja Flashpoint, sage ich schon. Datacrons hier. Kommt mir sogar wirklich vor, wie ein Datacron hier. Ey, wie geil ist das denn? Man kann hier auf den Palme raufsteigen. Will ich mal machen. Ich habe bestimmt eine schöne Aussicht, wenn man hochkommen würde. Ja, ich bin auf der Palme drauf. Oh, fuck, 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 fuck. Nicht sterben. Oh, fuck. So sollte man es nicht machen.
Jetzt muss ich aber die Zwerge noch wachen. Da hinten rein, ne? Ich glaube, jetzt war es das Spiel schon fast. Vorsicht! Ah, ne, ich kam mir. Ach, der Scheißboss kam mir noch. Oh, der ist ekelhaft. Der ist voll ekelhaft. Also, ich muss sagen, wenn man keinen Flächenschaden hat, ist dieser Boss so ekelhaft. Ohne Flächenschaden ist der hier so ekelhaft, ekelhaft. Aber mit Flächenschaden geht er eigentlich. Ja, hä, wie konnte er mich jetzt verzanne, wo ich gar keinen Debuff hatte? Lol. ETH. ETH steht übrigens für What the Hell. Also was zur Hölle. Für die, die es nicht wissen. Vorher die Fragen kommen. Und zur Frage mit dem Server, ich spiele auf Tula Court. Bevor ja solche Fragen nur noch kommen. Ich frage mich zwar ehrlich gesagt noch, wie man heutzutage noch diese Fragen stellen kann, aber sollte ja alles noch geben. Weil es gibt nur einen deutschen Server und das ist Tula Court. Die anderen Server, die sind alle ein französischen, drei englischen noch. Beziehungsweise einen englischen und zwei Amis. Also sind sie alle drei englisch, so gesehen. Ich muss aber sagen, ich weiß jetzt nicht mal mehr, welche Server jetzt eigentlich Ami-Server waren und welche EU-Server. Früher, ich muss sagen, früher zur Release-Zeiten, ich weiß gar nicht, wie viele Server es da zur Release-Zeiten damals gab. Ich glaube so um die 50 Stück mindestens. Wenn es nicht sogar noch mehr waren, ich weiß es nicht. Ich habe zur Release-Zeiten dieses Spiel nicht gespielt. Ich habe erst ungefähr, ich muss sagen, ich habe dieses Spiel ungefähr dann angefangen, als dieses Raumjäger eingeführt wurde. Da habe ich ungefähr mit dem Spiel angefangen. Das war irgendwie Ende 2015 oder so. Was 14 oder 15? Ich muss sagen, ich verwechsel immer 2014 und 2015. Irgendwo Ende dieses Jahr, irgendwo in diesem Jahr. Ich glaube, es war 14, ne? Oder was 15? Nach dem Flashpoint gucke ich jetzt gleich mal nach, wann ich mit dem Spiel nochmal angefangen habe. Was 14 oder 15? Nee, muss ja eigentlich 14 gewesen sein, oder? Weil ich habe ja ungefähr 2016 mit diesem Let's Play angefangen. Aber jetzt haben wir 2018, das ist jetzt wieder 2 Jahre schon. Eigentlich schon krass, wie lange dieses Let's Play schon läuft. 2 Jahre. Kann ich mir gar nicht vorstellen, nee. 2 Jahre. 2 Jahre! Läuft dieses Let's Play hier schon. Okay. Jetzt sind wir, glaube ich, auch schon fast durch. Oder auch nicht. Wir sind drin. Teron? Okay, laut den Plänen führt der einzige Weg zu den obersten Revanitern durch diese Rekrutierungszentrale. Die Cyborgs schlafen im Moment, aber sie lösen Alarm aus, sobald sie euch entdecken. Eine Überladung der Konsole wird sie von innen heraus rösten. Ich komme hier allerdings nicht an die Energiesicherheitssysteme ran. Die Ehre gebührt fuck euch. Ey, voll das Bein gerade zerrenkt. Ein solider Plan. Teron, warum funktioniert dieser Sensor nicht? Weil für Jakaro so. Systemwartung ein Fremdwort ist. Wahrscheinlich ein defektes Relais. Ich sehe mir das an. Oh, guck mal hier, das Schmugglerschiff. Das kennen wir doch noch. Das sieht fast so aus wie das Schmugglerschiff. Nur da er weg ist, darf ich vorschlagen, nicht auf Terons Vorschläge einzugehen? Eine Überladung würde auch die Daten zerstören. Das Imperium möchte vielleicht selbst auch eines Tages eine unendliche Armee haben. Allerdings müsstet ihr in diesem Fall gegen die Cyborgs kämpfen. Ich doch mehr von diesen Monstern. Sehr clever, ich bin beeindruckt. Sie sind unnatürliche Anomalien. Ich stelle die Konsole auf Überladung ein. Ich verstehe. Ihr mögt meine Entscheidungen nicht? Pech. Wie geil. Ihr wollt nicht? Na, dann habt ihr Pech gehabt. Na, das ist Pech. Immerhin, dafür müssen wir nicht kämpfen. Weil die Viecher sind jetzt schon alle tot. Schön. Gut gemacht. Also für eine Imperiale jedenfalls. Im Raum sind keine Lebenszeichen zu orten. Alles erledigt. Was ist hier, wenn ihr meint, diese Sensoren waren übrigens in Ordnung. Keine Ahnung, was das Problem ist. Wahr. Die Sensoren scheinen wieder zu funktionieren. Na, was meint ihr? Ach, CQ steht für das Conquest. Oh Gott, wer soll denn darauf kommen? Ja, für mich heißt es immer noch Eroberung. Wir sehen Bewegungen auf dem Dach des Tempels. Könnte sein, dass Dara und Arcus da sind. Ja, nicht Kalio wegschicken, ey. Wir könnten sie nur verhindern. Aber mir wäre es lieber, wenn wir sie gefangen nehmen und befragen. Beeilt euch! Ja, komm ich da vorbei? Komm ich da vorbei? Nein, komm ich natürlich nicht. Komm da nicht vorbei. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so bescheuert rede.
Lungi Lordo. Sofort online hier. Muss aber seine Gilden-Webseite, die habe ich bisher nie verstanden. Ich war da einmal drauf und mittlerweile funktioniert sie gar nicht mehr. Also wenn ich drauf gehe, zeigt er mir an, Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Also als ob da irgendwie was kaputt ist. Das ist irgendwie einfach verbuggt. Genau wie dieses Spiel. Ja gut, aber das ist mir jetzt im Prinzip egal. Also auf jeden Fall, ich habe diese Webseite nicht verstanden. Die ist total unübersichtlich und ich kam da irgendwie überhaupt nicht drauf klar. Ich hatte mal irgendwas versucht zu finden, aber egal wo ich raufklicke, ich lande immer wieder auf der gleichen Seite. Das ist so verwirrend und ja, eigentlich unübersichtlich. Meiner Meinung nach. Aber man darf ja in Deutschland bekanntlich seine Meinung sagen, deswegen fangen wir jetzt erstmal an mit dem Endboss. Wie lange ist die Folge jetzt eigentlich schon, ey, krass. Warten Sie! Warten Sie! Jakaro will immer noch die Männer stellen, die ihn verraten und uns dem Tod überlassen haben. Genau wie ich. Der Druide hat recht. Wir kommen mit euch. Na, dann los! Dann los. Okay, dann ab in die Freiheit, in die gute Stube oder was weiß ich was. Ja, stimmt, das waren diese zwei hässlichen Viecher da. Waren das nicht zwei Gegner oder so? Nee, ich sehe gerade nur einen. Ein Ziff. Da war noch ein Soldat oder sowas noch dabei oder irgendwie sowas. Wo liegt das Problem, Arkes? Ist die Fähre noch nicht bereit? Wir Revanita haben viel durchgemacht, um diesen Punkt in unserer Kampagne zu erreichen. Euer Versuch, uns aufzuhalten, ist unverzeihlich. Ihr und Lana, ihr wart nie mehr als Spielfiguren für uns. Wichtige Spielfiguren, aber auch nicht mehr. Erzähl mir von euren Plänen. Ihr erbärmlicher Verräter. Ihr könnt mich euch anschließen. Spielfiguren? Bitte. Ihr hättet nicht als Geheimdienstminister einmal eine Stunde überstanden. Beleidigungen? Kein Wunder. Zu etwas anderem seid ihr nicht fähig. Diese Genug. Groteske Bestie liegt Genug. Gar nicht so falsch. Ich werde nicht kooperieren. Aber ich fliehe nicht. Wir werden die Stellung halten und euren Störungsversuchen ein Ende setzen, Colonel. Wenn ihr nur sehen könntet, was wir vorhaben, was wir für die Galaxis erreichen wollen. Aber das könnt ihr nicht. Deshalb müsst ihr sterben. Ja, wem muss man hier nochmal zuerst gehen, ne? Vor allem jetzt gerade hat er mich noch angeblitzt und jetzt stehen die wieder so ganz beruhigt da. Ja gut, beruhigt in Anführungsstrichen. Auf wen muss man hier nochmal gehen? So, der ist Spottimmunität. Okay, die haben eigentlich beide die gleichen Stats. Ich fange einfach mal an. Und jetzt. Ich kann es kaum erwarten. Und von den Jakaro und so, die kamen doch, glaube ich, auch noch dazu, oder nicht? Wir sind zu weit. Ich glaube, die haben da auch noch mitgekämpft. Um jetzt aufzugeben. Ich glaube, ich muss da noch aufpassen, dass sie nicht gestorben sind. Dass die nicht sterben oder so, muss ich doch früher irgendwie. Ah, jetzt kommen sie. Sie gehören euch, Darok. Lache ist süß. Ah, da sind sie. Jakaro. Du bist sogar ein Champion-Typi. Ja, toll. Ich glaube, ich muss irgendwann mal wieder ein anderes Zeichen hier machen. Das ist mir irgendwie zu weihnachtlich. Das ist rot. Ja, wir gehen hier wieder das normale legendäre Spielerzeichen, weil das hat nicht mal eine Animation. Das ist voll langweilig. Ja, wo die von den Kommandorängen noch langweiliger sind. Deutlich langweiliger. Wo ich sagen muss, dass diese Flares immer ziemlich teuer sind. Also diese Flares sind immer diese Dinger halt hier unten. Die sind extrem teuer. Also im Handelsmarkt kosten die mehrere 10 Millionen mindestens. Das finde ich schon ziemlich krass für so einen Titel. Ich meine, das ist ja bloß ein, so gesehen einfach bloß ein Symbol, was da angezeigt wird. Was wir niemals kaufen. Im Kartellmarkt, ich weiß gar nicht, wie teuer die da sind. Wir retten die Galaxis. Kartellmarkt gab es ja auch jetzt im Direktverkauf. Müsst ihr schon mehr bieten. Da gab es ja so gesehen alles.
dem Shop, den, der Markt, wo es ab, wo es alles gibt. Die Galaxis. Ihr habt nichts verändert. Okay, ich schreibe jetzt Neues im Chat. Nein, der Plan. Okay, der eine Typ ist tot. Ach stimmt, jetzt ist er natürlich, jetzt macht er natürlich mehr Schaden, weil der eine gestorben ist. Im Multiplayer, am besten machen wir es eigentlich immer so, indem man einfach beide fast runterhaut und dann erst besiegt. Weil dann haut nämlich, dann bekommt er nicht diesen Buff hier, weil dann ist er schon fast tot, wenn er den Buff bekommt. Und dann kannst du ihn umhauen. Okay, jetzt nicht Kalio wegschicken. Okay. Glaubt ihr, ihr kommt damit davon? Unmöglich. Was war's? Wie kann das sein? Im Multiplayer sind die ziemlich nervig, aber im Einzelspiel sind die sowas von Probe einfach. Oh, diese Dinger, ich will die loswerden. Die hauen mein Inventar sowas von voll. Und meine ganzen Rampen. Ich habe da schon eine ganze Rampe mit voll. Diesen Teil. Ey, die hauen nur alles voll. Ich würde es am liebsten verschenken oder so, aber das geht ja leider nicht. Kann sie leider nicht an andere Spieler verschenken und auch nicht verkaufen. Leider für mich ist es gebunden. Also falls jemand danach fragt. Arkes und Darok hätten sich nie gefangen nehmen lassen. Sie hätten niemals geredet. Ich habe Darth Arkes Tod gespürt. Das ist eine unglückliche Entwicklung. Nicht für mich. Ich habe meine Rache bekommen. Ja, das haben sie. Was für eine Erleichterung. Verflucht. Die beiden waren die Anführer. Sie waren unsere beste Chance, an die Revaniter heranzukommen. Nein, sie waren nicht die Drahtzieher. Der Grund für die Erschütterung in der Macht. Ich spüre ihn noch. Er ist hier. Wir haben Besuch. Schiffe. Großkampfschiffe, um genau zu sein. Eine ganze Menge davon. Ich kann nicht sagen, ob sie zu uns gehören, aber eines nähert sich uns. So wichtig Arkes und Darok auch waren, ihr Tod wird uns nicht aufhalten und auch nicht bremsen. Diese Stimme. Ich habe sie schon früher gehört. Es ist Rivan. Fast hätte ich die unendliche Armee gehabt, die ich so dringend brauchte. Aber selbst ohne sie habe ich genug. Das wird nicht reichen. Ich dachte, ihr wärt tot. Stellt euch mir, Feigling! Hört auf, euch hinter dem Rumpf eures Schiffes zu verstecken. Dann werden wir es erfahren. Vor meinem Tod hätte ich mich vielleicht noch zum Kampf provozieren lassen. Aber das ist vorbei. Ich wurde wiedergeboren. Mein Geist ist nun klarer, meine Macht noch größer. Und nun, da mir der Orden untersteht, bin ich unaufhaltsam. Wollt ihr damit sagen, die Revaniter waren nicht schon immer unter eurer Kontrolle? Zuerst wollte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Ich war kein Prophet. Aber nun sehe ich sie in einem anderen Licht. Ein Geheimbund von Anhängern, die nur darauf warten, mir bedingungslos zu folgen. Die bereit sind, mir dabei zu helfen, die Galaxis zu retten. Es war töricht von mir, sie je zu ignorieren. Ich habe die Revaniter endlich in meine Welt gelassen. Eine Welt, aus der ihr ausgemerzt werden müsst. Ihr werdet von Turbolesern anvisiert. Verschwindet dort! Ach, was, Kartellmarkt? Akata Palmen Topfbaum, warum ist das Kartellmarkt-Gegenstand? Nehmt die Fähre! Geil. Das finde ich mal schon krass, wenn irgendwelche Sachen Kartellmarkt-Gegenstände haben, obwohl sie gar nicht aus dem Kartellmarkt sind. Bin schon dran. Amua von Girata. Ja gut, aber wir kennen erst da aus. Zack, einmal nutzen wir mal trotzdem. Und 100 weitere Prestige. Wie viel Prestige habe ich mittlerweile überhaupt schon? Boah, ich habe nicht mal allgemein. Wir haben ja vorhin gesehen, da war ja jemand mit 900.000 Prestige, ich habe 82.000.
Wie bekommt man so viel Prestige in seine Festung? Hier, 81.000 habe ich hier. 82.000. Warum habe ich in der Festung so viel Prestige drin? Hier, 82.000 habe ich in der Festung drin. Warum habe ich hier eigentlich so viel? Eigentlich schon krass, ne? So, wir sind jetzt wieder hier. Und kann mir bitte einer sagen, wo man diese Dinger hierher bekommt? Ich frage es erstmal in der Gilde. Ich frage erstmal hier. Bevor ich jetzt direkt den flotten Chat voll spamme. Denn sonst kriege ich jetzt nämlich wieder diese 100 Anfragen mit YouTuber. War nämlich schon mal so. So, ist Tweak gerade frei? Nein, Tweak ist nicht frei. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich beende jetzt mal die Folge, dann gehe ich auf Screens einfach zur Festung. Ich beende jetzt erstmal die Folge. Nächste Folge machen wir dann Entermannschaft oder Fabrik. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich Entermannschaft, weil der schneller geht. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, bis bald und ciao.